Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem kleinen Energie-Update. Bevor ich jetzt kurz anfange, ein kleiner Hinweis an diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr findet alle Infos zu mir und meinen Readings unten in der Infobox, denn ich spare mir diese super langen Intros, die man am Anfang solcher Videos hat, und steige immer direkt ein in die Energie. Dann noch ein kleiner Hinweis für meine Soul Family, für meine Patreons. Ihr findet alle vier Zusatzreadings zu diesen Readings kostenlos auf meinem Patreon-Channel. An all diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, was ist Patreon? Auch ihr findet einen Hinweis unten in der Infobox, was ihr auf diesem Patreon-Channel findet, und ein kleines Erklärvideo von mir noch. Das ist einfach ein Kanal, auf dem ich zusätzliche Videos anbiete. Jeden, den das interessiert, findet, wie gesagt, unten in der Infobox alle Infos. Genau. So, ich habe euch ja am Anfang der Woche versprochen, ihr bekommt ein kleines Energie-Update, weil ich zum Neumond-Reading am Montag keine Zeit hatte für die einzelnen Elemente. Das möchte ich jetzt gerne machen. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Karten rausgelegt, um euch mal die aktuellen Energien besser zu veranschaulichen, besser zeigen zu können. Und zwar hatten wir ja gerade erst den Neumond im Zeichen des Löwen. Löwe ist Sonne und Kraft. Unter anderem steht gerade auch noch die Sonne im Zeichen des Löwen. Die Sonne tritt aber jetzt in die Jungfrau ein. Das heißt, die Jungfrauzeit wird eingeläutet. Wir haben am 2.9. einen Vollmond im Zeichen der Fische. Und wir haben einen Haufen rückläufige Planeten. Jupiter, Saturn, Pluto, Chiron, Mars kommt bald noch dazu. Lass mich kurz gucken, habe ich was vergessen? Uranus ist auch rückläufig geworden. Und was ich hier sagen will, es ist eine Menge los. Es ist wirklich energetisch eine Menge los. Vor allem hier unten mit den ganzen rückläufigen Planeten. Uranus und Pluto, dafür habe ich den Turm rausgelegt, sind gerade rückläufig, und Uranus steht für Überraschungen, Pluto steht für Veränderungen. Viele von uns werden diese Turmenergie wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben in den letzten Wochen und Monaten. Saturn als auch Pluto als auch Jupiter sind im Zeichen des Steinbocks rückläufig. Steinbock ist der Teufel. Und hier werden einfach viele Dinge unter der Oberfläche hochgeholt, viele Ängste, viele Triggerpunkte, die sich angeschaut werden möchten. Also es gibt definitiv viele, viele ungemütliche Energien, die auch noch eine Zeit lang auf uns einwirken werden, die unsere Glaubenssätze in Frage stellen, die unsere bisherigen Werte in Frage stellen. Uranus ist rückläufig im Zeichen des Stier, deswegen habe ich den Hierophanten rausgelegt, die uns einfach ein neues Wertesystem vermitteln möchten. Was ist uns wichtig? Woran hängen wir uns auf, oder woran sind wir gebunden, oder woran, keine Ahnung, identifizieren wir uns? Halten uns fest, werden vielleicht auch festgehalten, was mit uns, mit mir selbst, aber eigentlich gar nicht mehr so richtig matcht, was gar nicht mehr so mein Bedürfnis ist, das gedeckt wird. Und das möchten diese ganzen rückläufigen Planeten eben hochholen. Also wie gesagt, hier geht es um Traditionen aufbrechen, Strukturen aufbrechen, Dinge, in denen man schon wirklich lange festgesteckt hat. Die Möglichkeit geben, sich daraus zu lösen, sich daraus zu befreien und sich neu zu formen, sich neu zu identifizieren. Zum anderen haben wir diese wundervolle Löwe-Energie, die noch ein bisschen auf uns weiter einwirkt, die uns das nötige Selbstvertrauen und die nötigen Optimismus geben, diese ganze schwere Energie auch wirklich durchzustehen, die uns daran glauben lassen, dass das alles einen Sinn hat, dass diese ganzen Dinge, die hier gehört werden wollen, den Sinn haben, dass man sie in Heilung bringt, dass man gestärkt daraus hervorgeht, dass man eine andere, eine positivere Einstellung zum Leben bekommt. Und das ist eben jetzt gerade im August und vor allem mit diesem Neumond passiert, dieser, ja, so ein bisschen Rückenwindenergie, so ein bisschen Push.
So, wir treten jetzt, aua, Entschuldigung, wir treten jetzt aber in die Jungfrauzeit ein. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, die Jungfrauzeit nimmt aus all dem hier so ein bisschen den Gang raus, ein bisschen das Tempo raus. Es geht darum, wirklich zu verstehen, was da alles passiert ist, diese ganzen Prozesse sacken zu lassen, diese ganzen Prozesse zu verinnerlichen. Ich nehme einfach so eine Entschleunigungsenergie wahr. Jungfrau-Attribute ist Ordnung, Detailverliebtheit, auch ein bisschen Zurückgezogenheit, Introvertiertheit. Und ich glaube, dass die Jungfrauzeit einfach einem die Möglichkeit gibt, sich wirklich in sich zurückzuziehen und diese Prozesse besser zu verstehen. Wirklich ein bisschen zu entschleunigen, alles sacken zu lassen, die Antworten auf all das, was hier vielleicht passiert ist, zu finden. Und hier diese Vollmondenergie gibt einem eben die Möglichkeit für genau diese Erkenntnisse über sich selbst, die Erkenntnisse, die man in sich selbst verankern möchte, das neue Ich zu finden, möchte ich sagen, aufgebrochene Strukturen neu zusammenzustellen, neu zusammenzuformen, wie auch immer. Und das ergibt in irgendeiner Art und Weise das neue Ich. Das bin jetzt ich. Und ich glaube, das ist die Energie, die uns gerade bevorsteht. Unter anderem haben wir jetzt ab morgen, den 22.8., wieder 10 Portaltage am Stück. Portaltage heißen, die Energien sind irgendwie näher dran, sie sind spürbarer, das können all diese Energien sein, sie können wirklich nochmal stärker auf uns einwirken, aber diese Portaltage geben uns eben auch die Möglichkeit, durch das, dass wir näher dran sind an den Energien, dass wir sie besser verstehen, dass wir sie nun verstehen, dass wir daraus wirklich unsere Erkenntnisse ziehen, dass wir sowas wie eine Erleuchtung haben. Auch der Eremit hier, der hat eine Taschenlampe in der Hand. Es geht wirklich darum, um ein besseres Verständnis, um ein klareres Bild von allem und eben auch es dann eben in sich zu verankern. Gut, meine Lieben, das war jetzt nur mal so ganz allgemein, was die Energien sind, die auf uns einwirken. Und es kann sein, dass jemand nur in dieser Energie ist oder jemand nur in dieser Energie ist oder dass sich hier jemand total zurückzieht und ne, erstmal schaut, was machen diese ganzen Energien mit mir. Das kann ich euch nicht sagen. Das kommt ganz drauf an, an welchem Punkt im Meer ihr steht. Für mich sind Energien immer Wellen und wir alle stehen in einem riesigen Meer aus Energien und irgendeine erfasst uns. Also ich bin gespannt, was gleich bei den Elementen rauskommt, aber ich wollte euch hier gerne mal kurz veranschaulichen, was alles um uns gerade passiert, welche Energien uns, die ganze Welt, gerade beeinflussen. Und jetzt schaue ich weiter, was das denn für die einzelnen Elemente noch ergibt. Gut, meine Lieben, bis gleich. Hallo liebe Erdzeichen und herzlich willkommen zu eurem Energie-Update. Ja, ich möchte jetzt als erstes gerne mal eine Karte für euch aus meinem L-Key-Orakel ziehen, was mir so ein bisschen eine Botschaft über eure Chance, über eure Entwicklung geben will. Das ist ein Orakel-Deck, das habe ich ewig nicht mehr verwendet. Ich glaube, hier auf meinem YouTube-Kanal, das letzte Mal im Dezember. Und es ist eigentlich so schön, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich das schon so lange nicht mehr verwendet habe. Aber ich möchte gerne erstmal eine Karte für euch, meine lieben Erdzeichen. So, eine Karte für diese kommende Zeit, für meine Erdzeichen. Eine Karte für meine Erdzeichen. Okay, eine Karte. Oh, okay, okay. She who radiates, sie, die leuchtet. Hier geht es um ein tieferes Wissen, hier geht es um Ambitionen und hier geht es um Selbstvertrauen und Confidence, also Selbstbewusstsein. Also sie, du hast die Möglichkeit wirklich, schaut sie euch an, ne? Also das sind so schöne Karten, wie gesagt, L-Key-Orakel heißt das. Das vermittelt einfach Stärke, das vermittelt wirklich eine ziemlich starke Energie, dass ihr wisst, was ihr wollt, dass ihr eure Ziele klar definieren könnt, dass ihr ein tieferes Wissen dafür findet, dass ihr genau wisst,
worin ihr eure Energie reinsteckt. Für mich ist es so eine kleine Kriegerin. Ich möchte mal ganz kurz schauen, was hier denn noch dazu geschrieben steht. Wie heißt sie? Geneva. Geneva. Na. A true leader. Interessanter Satz. If it doesn't make her powerful, it's not for her. Also alles, was dich nicht stärker macht, ist nicht für dich. Also für mich ist das eine Kriegerin. Hier ist, stand was von dem Leader, also von dem Anführer. Ich habe das Gefühl, ihr, meine lieben Erdzeichen, ihr könnt ziemlich klar durchsetzen und formulieren, was ihr haben wollt. Ihr wisst genau, was ihr wollt. Ich glaube, mit euch kann man in der nächsten Zeit nicht mehr so viel, wie soll ich sagen, Spielchen spielen will ich gar nicht sagen, aber ihr seid sehr, sehr fokussiert auf das, was ihr haben wollt. Ihr seid sehr durchsetzungsfähig. Ihr seid sehr selbstbewusst. Das ist eine schöne Energie, die euch da zur Verfügung steht. In euer Leadership zu finden, in euer Selbstbewusstsein zu finden, genau zu wissen, was ist für mich, was ist nicht für mich. Und da eben auch ambitioniert zu sein, eure Ziele durchzusetzen, ganz selbstbewusst. Euer Leuchten nach außen zu zeigen. So, die zweite Karte, die ich für euch ziehen möchte, ist aus meinem The Psychic Tarot of the Heart. Das ist sowohl ein interessant, sowohl ein Tarotdeck als auch ein Orakeldeck. Und was hier rausfällt, meine Lieben, ist der Tod und der Hierophant. Also, bei euch geht es wirklich darum, um eine grundlegende Veränderung. Hierophant, hallo meine lieben Stiere. Es geht wirklich darum, ja, und an der Unterseite des Decks das Herzchakra, auch sehr interessant. Release, der Tod hier heißt Release, wirklich gehen zu lassen, ganz selbstbewusst. Gehen zu lassen, was nicht euren Werten entspricht. Ganz bewusst euch aus Situationen zu ziehen oder diese ganz bewusst diese Veränderungen zuzulassen, die einfach nicht mehr euren Glaubenssätzen entsprechen, die sich für euch nicht mehr richtig anfühlen. Sehr interessant, dass bei euch zwar quasi zwei große Arcana-Karten hier rausfallen. Und diese Lead-Karte, das ist der Hierophant. Auch hier ist die Rede von einem Leadership, also übernimm die Kontrolle, übernimm die Führung für dein Leben, übernimm oder setz durch, was sich für dich richtig anfühlt. Ich hatte ja gerade in diesem Intro auch den Hierophanten liegen. Brich aus diesen Werten, aus dem, was für sich für dich nicht mehr stimmig anfällt. Anfühlt. Lass es gehen. Trau dich, dein Licht zu leuchten und die Führung zu übernehmen. Take the lead. Also zweimal ist hier die Rede in der Überschrift bereits für euch, meine lieben Erdzeichen. Geh deinen Weg, sei in irgendeiner Art und Weise ein Vorbild oder übernimm zumindest für dich und dein Leben die Kontrolle. Trau dir das zu, folge deinem tieferen Wissen, das du hast. Sei ambitioniert, auf deine Ziele zuzugehen und sei auch selbstbewusst, confident genug, loszulassen, hinter dir zu lassen, freizulassen, was sich eben nicht mehr richtig und gut für dich anfühlt. Interessant. Also, das für euch, liebe Erdzeichen, sehe ich hier definitiv vor allem einen Selbstbewusstseins-Push, eine klarere Vision davon, was gut für euch ist und wo ihr hin wollt. Schöne Energie, meine lieben Erdzeichen. Wirklich schöne Energie. So, wir müssen das jetzt mal wieder ein bisschen hochschieben. Ihr wisst das ja bei mir. Ist ja der Platz immer ein bisschen Mangelware. So, liebes Universum, ich hätte gern eine Botschaft für meine Erdzeichen. Für die kommende Zeit. Eine Botschaft für meine Erdzeichen. Interessant. Nochmal, der Herrscher. Nochmal eine Karte, die vom Leadership spricht, von der Kontrolle, von der Eigenverantwortung. Definier deine Ziele, definier, wer du bist,
was du brauchst, was dir wichtig ist und dann mach es. Im September kommt auch Mars noch hinzu und der Mars ist bereits in seiner Pre-Shadow-Phase. Also wir spüren den rückläufigen Mars schon und Mars wird rückläufig im Widder, also in seinem Heimatzeichen. Vielleicht wirklich Mars-Energie, das ist aktive Energie, das ist vorantreibende Energie. Vielleicht möchte diese Legung dich dazu aufrufen, wirklich irgendetwas hinter dir zu lassen, irgendetwas zu transformieren mit dieser Todkarte, irgendetwas vielleicht auch zu beenden und dieses Leadership zu übernehmen, damit du dich wieder erfolgreich fühlst, damit du deinen Zielen näher kommst, damit du in einem anderen Licht gesehen wirst. Die sechs Stäbe, das ist eine Karte von Erfolg. Es geht um deine Ziele, liebes Erdzeichen. Und wie du dich der Welt zeigst. Zeig dich als Herrscher, zeig dich als jemand, der die Dinge im Griff hat, zeig dich als jemand, der weiß, was er will, jemand, der selbstbewusst ist. Wow, das waren zwei super viele Karten. Aber wir legen sie alle mal raus. Die neun Stäbe, der König der Schwerter, die Mäßigkeit, der Page der Kelche und das Ass der Kelche. Das ist schon mal schön, denn wenn der Page der Kelche mit dem Ass der Kelche kommt, dann bin ich immer beruhigt. Setz dir klare Grenzen. So nehme ich das wahr. Setz dir klare Ziele. Formulier, also den König der Schwerter als auch den Herrscher nehme ich als deine Energie wahr. Auch wenn du eine Frau bist. Bitte Geschlechterkarten immer neutral deuten in so allgemeinen Readings. Formuliere deine Ziele. Formuliere, was du brauchst, ne? Mach dir eine Vision, mach dir ein Bild, zeig das klar, äußere dich klar. Dieser König der Schwerter, es ist der einzige König, der einen direkt anschaut. Also setz dich wirklich mit dieser Jungfrau-Energie, setz dich ganz klar damit auseinander, was du brauchst und vor allem auch, was du nicht mehr brauchst. Was ist in deinem Leben überflüssig geworden oder was möchtest du hinter dir lassen? Welche Situationen möchtest du verlassen? Welche Gefühle möchtest du loslassen? Na, hier mit dieser Todkarte. Es geht definitiv darum, mit dieser ganzen rückläufigen Energie, oder mit diesen ganzen rückläufigen Planeten, sind wir ja mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt worden. Und ich glaube, es geht hier darum, jetzt eine ganz klare Vision von seinem Morgen zu bekommen. Und da auch sehr selbstbewusst und wie sagt man? Ambitioniert, sehr selbstbewusst und ambitioniert, sich für seine Ziele einzusetzen. Ich muss sagen, mit den drei Karten hier unten kriege ich eine gesonderte Botschaft. Ich habe das Gefühl, wenn du das hier gemacht hast, wenn du deine Prozesse hier durchgegangen bist, wenn du für dich raus kristallisiert hast, was brauche ich, damit ich mich gut fühle, was muss ich hinter mir lassen, was sind meine klaren Ziele, wo muss ich ins Handeln kommen, was muss ich tun. Wenn du deine innere Ruhe gefunden hast, wenn diese Harmonie bei dir eingekehrt ist, wenn du das Gefühl hast, okay, ich habe eine neue Mitte gefunden, ich bin jetzt bei mir angekommen, das ist alles so, wie ich mir das vorstelle, könnte es sein, dass hier jemand kommt. Also ich muss sagen, den Pagen der Kelche nehme ich jetzt gerade als eine andere Energie wahr. Ich möchte das heute ganz bewusst nicht als reines Liebesreading deuten. Klar, mit dem Ast der Kelche kann das hier eine neue Liebe sein, die in dein Leben treten möchte oder vielleicht auch eine Liebe, die du bereits kennst. Aber ich habe das Gefühl, der Zustand, den du hier verkörperst, den Zustand deiner inneren Ruhe, deiner Zufriedenheit, das Gefühl, dass dein Leben wirklich wieder harmonische Bahnen annimmt, weil du die Kontrolle für dein Leben übernommen hast, bringt dir neue Möglichkeiten. Möglichkeiten, die dir gefallen werden. Möglichkeiten, die dich erfüllen, neue Energien, neue Chancen, Menschen, die dich unterstützen auf diesem Weg, Menschen, die dieses gute Gefühl, das du in dir gefunden hast, unterstützen möchten. Aber ich habe das Gefühl, es kommt etwas auf dich zu. Also irgendwie musst du vielleicht wirklich, vor allem weil der Tod hier liegt, vielleicht musst du wirklich die Führung übernehmen und dich zu dem oder dir das Leben formen, das du dir vorstellst, der Mensch werden, der du sein möchtest, ganz klar und bestimmt. Und sobald das sich alles gelegt hat, sobald du hier wieder, ja,
sobald du hier sitzt, in dieser Mäßigkeitsenergie, Mäßigkeit kann, ist Schütze-Energie, vielleicht hat das irgendwas mit dem Dezember zu tun, denn der König der Schwerter ist für mich auch Wassermann-Energie und im Dezember tritt der Saturn in Wassermann ein und läutet eine neue Zeit an, eine neue Ära an. Vielleicht bedeutet diese neue Ära für dich wirklich, du hast mit der Vergangenheit abgeschlossen, du fühlst dich gut, du fühlst dich erfolgreich, du weißt genau, was du willst. Und nun kommt das Universum und sagt, guck mal, liebes Erdzeichen, ich biete dir hier völlig neue Gelegenheiten. Hallo meine lieben Steinböcke. Gut, ich hätte hier gerne noch eine Zusatzbotschaft, liebes Universum. Beziehungsweise nein, ich würde gerne mal wissen, warum der Herrscher liegt. Eine Karte zum Herrscher. Eine Karte zum Herrscher. Was muss hier in die Hand genommen werden? Wofür ist diese Confidence gebraucht? Der König der Kelche. Das Ass der Stäbe an der Unterseite des Decks, der Hierophant an der Unterseite des Decks, wow! Und das Ass der Schwerter und darunter noch die zehn Münzen. Okay, vielleicht brauchst du dieses Selbstbewusstsein, deinen Gefühlen zu folgen. Wirklich alte Strukturen aufzubrechen, alte Situationen, alte Traditionen, und da spreche ich jetzt vor allem, ich bin Jungfrau, deswegen traue ich mich da immer so zu sprechen. Für uns ist es relativ schwer, so alte Gewohnheiten aufzubrechen, alte Strukturen hinter sich zu lassen. Ne? Wir legen ja viel Wert auf Gewohnheit und auf, ne, auf dieses Praktikable, aber ich glaube, hier möchten neue Energien deine neue Gewohnheit werden. Hier möchte dein, wie soll ich sagen, deine Strukturen möchten sich erneuern, deine Glaubenssätze, deine Denkweise möchte sich erneuern, vielleicht auch wirklich deine Positivität, das Gefühl, und damit nehme ich jetzt hier vor allem diese Vollmond in Fische-Energie wahr, denn Fische ist, da geht es um die Gefühle und da geht es um die ganz tiefe Gefühlswelt, vielleicht wieder ein bisschen selbstbewusster werden, was deine eigenen Gefühle angeht, dass du dich, weil diese ganze männliche Energie hier liegt, wirklich wieder aktiver werden, deine Gefühle zu äußern, deine Gefühle zuzulassen, ganz klar zu deinen Gefühlen zu stehen, selbstbewusst. Und eben wirklich neue Werte, wir haben drei Asse auf dem Tisch, meine lieben Erdzeichen, neue Werte zu verankern, dich vielleicht selbst neu kennenzulernen, dich selbst neu zu formatieren. So nehme ich es irgendwie wahr. Was brauche ich nicht mehr? Welche Energien sind mir gar nicht mehr dienlich? Oder welche Glaubenssätze sind mir nicht mehr dienlich? Oder was entspricht gar nicht mehr meiner Wahrheit? Was ist so eine gesellschaftliche Norm, der ich da auferlege? Oder was erwartet meine Familie von mir? Was erwartet mein Umfeld von mir? Was wurde bisher von mir erwartet? Jetzt geht es darum, das zu tun, was sich für dich, nur für dich richtig anfühlt. Interessant. Interessante Energie, meine Lieben. Ich hätte trotzdem gern noch eine Karte hier zum König der Kelche. Selbstbewusster werden, was deine Gefühle angeht, nehme ich auch so wahr. Ja, und jetzt, meine Lieben, wie krass ist das denn? Das vierte Ass. Ass der Münzen. Ich glaube, hier geht es wirklich darum, dich neu zu formatieren, liebes Erdzeichen. Wirklich ganz selbstbewusst zu den Dingen zu stehen, an die du glaubst, zu den Dingen zu stehen, die für dich, die deine Wahrheit sind, da eben der Leader sein und sagen, hey, ne, mir sind diese Dinge wichtig, das sind meine neuen Werte, das ist meine Münze, das ist mir wichtig, das will ich in meinem Leben haben, damit ich mich gut fühle, damit ich die Sicherheit habe, mich so auszudrücken, wie ich bin. Viel, viel Neuanfangsenergie, und ich habe das Gefühl, dass diese Neuanfangsenergie vor allem etwas damit zu tun hat, wie ihr euch selbst definiert, was für euch wichtig ist, was ihr braucht in eurem Leben, wie euer Umfeld, wie euer Job, wie eure materielle Welt ausschauen soll. Was ist das, was euch erfüllt? Durchsetzen, ne? Herrscherenergie, durchsetzen, eure Ziele, das, was euch gut tut, das, was euch ein gutes Gefühl gibt und was euch wichtig ist. Selbstbewusst und ambitioniert durchsetzen.
die Führung übernehmen und alles andere gehen lassen. Denn das bringt diese innere Ruhe, das bringt diesen inneren Frieden. Und wenn ihr den gefunden habt, auch völlig neue Möglichkeiten und völlig neue Chancen von außen, meine lieben Erdzeichen. Das ist eine wundervolle Energie. Also meine lieben Erdzeichen, ich muss sagen, ihr solltet die Jungfrauzeit hier nutzen und wirklich in euch gehen und diese ganzen Asse, die hier gefallen sind, wirklich für euch definieren. Was ist mir wichtig? Was brauche ich in meiner materiellen Welt? Was brauche ich in meinem Zuhause? Ne? Was brauche ich in meiner physischen Welt, damit ich mich erfüllt fühle? Was ist meine Wahrheit? Was glaube ich nicht mehr und was glaube ich schon? Denn gerade Glaube und Glaubenssätze und Spiritualität ist ein wichtiges Thema in der aktuellen Zeit. All das möchte in euch verankert und durchgesetzt werden. Und dann traut euch, diesen Weg zu gehen und eben auch Abschied von den Dingen zu nehmen, die da nicht mehr reinpassen in das, was ihr da für euch gebildet habt. Und ganz klar zu euch zu stehen, zu dem, was ihr hier, ne, was ihr hier für euch definiert habt. Denn das bringt euch wirklich inneren Frieden und Harmonie und Ruhe. Und das wiederum, diese Energie des Friedens, bringt euch neue Möglichkeiten. Wundervolle Energie, liebe Erdzeichen. Ich lasse das hier so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf alles nochmal genauer eingehen werde. Ich möchte wissen, wie nehmt ihr die Welt gerade bewusst wahr? Was könnte für Herausforderungen kommen? Was möchte euch euer Unterbewusstsein sagen? Auch was liegen hier für wundervolle Neuanfänge? Wie gesagt, wir haben gerade alle vier Asse gesehen, deswegen sehe ich hier Neuanfangsenergie. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Für diejenigen, die sich dieses Zusatzreading aber nicht anschauen, liebe Erdzeichen, was bei euch in der kommenden Zeit gefragt ist, ist Selbstbewusstsein, wirklich. Selbstbewusstsein und das Vertrauen, Hierophant-Energie, an eure göttliche Führung, dass ihr, wenn ihr das durchsetzt, was euch wichtig ist und eben auch, ich meine, der Tod liegt nicht umsonst. Es geht um Veränderung und es geht um das Loslassen. Wenn ihr auch wirklich versteht, dass nicht alles auf diesen neuen Weg mitkommen kann, dann wird sich das am Ende des Tages richtig gut für euch anfühlen. Also fangt an, der Herrscher zu sein und euch wirklich Gedanken darüber zu machen, wer bin ich und was brauche ich und wo will ich hin. Schöne Energie, damit ich dieses Gefühl habe, damit ich das Gefühl von innerer Ruhe und Frieden habe. Wow, okay, meine Lieben. In diesem Sinne, vielleicht bis gleich, ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!